Ja, und ich begrüße schon mal die Zuschauer recht herzlich auf Facebook im Golden Beach Hotel in Hurghada, von dem aus wir gleich den Urlaubschecker ferngesteuert machen. Ich warte nur auf das Go von der Regie in meinem Ohr, dass wir dann auch die Fernsehzuschauer dazu nehmen können. Aber hier schon mal ein großes Hallo aus Hurghada, aus dem Golden Beach, das ehemalige Moviegate Hotel, was wir heute von vorne bis hinten zeigen werden, inklusive Zimmer, inklusive Wellnessbereich, inklusive der Restaurants. Also freuen Sie sich auf einen schönen Rundgang und vor allen Dingen auf ein tolles Package, was es heute zu buchen gibt. Nämlich, ich höre gerade, jetzt haben wir die Fernsehzuschauer auch dabei. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, aus dem Golden Beach Hotel in Hurghada, das ehemalige Moviegate Hotel. Die Stammgäste kennen es natürlich noch als Moviegate Hotel und davor war es Calimera, Club Calimera. Wir sind heute hier für den Urlaubschecker ferngesteuert und ich werde assistiert von Brit Guest Relation und Murat, der General Manager, der hervorragendes Deutsch spricht. Also die Gäste mit Sprachbarrieren müssen hier überhaupt keine Bedenken haben. Hier wird auch auf Deutsch geholfen und ich würde sagen, wir legen gleich los, weil wir haben 15 Minuten im Fernsehen. Und darüber hinaus, liebe Zuschauer, bleiben wir auf Facebook Live noch so lange live, bis wir das Hotel komplett zu Ende gezeigt haben. Wir werden das in 15 Minuten nicht schaffen, daher mein Appell an die Fernsehzuschauer: Switchen Sie bitte noch auf die Facebook-Seite von Sonnenklar TV und dort werden Sie uns bis zum Ende live erleben. Später gibt es das Ganze aber auch noch auf YouTube zu sehen. Und ich übernehme jetzt mal die Kamera und mache einen kurzen Schwenk, nämlich zu Brit. Brit ist die deutsche Guest Relation hier im Moviegate und natürlich möchte ich auch den GM zeigen, Murat. Er arbeitet hier als General Manager und spricht hervorragendes Deutsch und ich bin natürlich sehr neidisch, weil ich wünschte, ich würde so gut Arabisch sprechen wie er Deutsch. Und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Ich mache noch einen Schwenk hier durch die Lobby, liebe Zuschauer. Hier werden Sie ankommen und man hört es vielleicht auch an der Geräuschkulisse. Heute ist großer An- und Abreisetag. Heute tut sich hier einiges. Es ist viel los und wir gehen direkt weiter in das Hauptrestaurant. Hier ist übrigens der Schreibtisch der Brit von der Guest Relation. Und um 12.30 Uhr öffnet das Restaurant und natürlich pünktlich stürmen die Leute alle rein. Wir sind aber mit die Ersten und deswegen kann ich Ihnen jetzt noch relativ jungfräulich das Buffet zeigen. Oh Gott, ich komme schon direkt an einem Sündenpfuhl vorbei. Liebe Zuschauer, wir haben hier gerade Erdbeerzeit, frische Erdbeeren, was das Herz begehrt, frisches Obst, leckere Kuchen, Torten. Dann haben wir hier die Vorspeisen und Salat. Und das ist ja jetzt in Anführungszeichen nur das Mittagessen. Ich habe übrigens gerade eben mit Gästen gesprochen, die heute abreisen. Die waren voll des Lobes. Und dann macht das natürlich doppelt Spaß für uns, durch die Hotels zu gehen. Also hier zischt und brodelt es schon in allen Ecken. Das ist die Pasta-Station. Hier werden die Nudelgerichte à la minute vor Ihren Augen gefertigt. Da sind die Nudeln dazu. Hier sind die warmen Gerichte, die Fleischgerichte und die Beilagen. Und natürlich zeigen wir auch die Terrasse vom Restaurant, denn da wird mittags und abends immer frisch gegrillt. Und man kann auch draußen sitzen. Und hier haben wir auch schon den ersten Überblick über die Anlage. Wir haben heute leider ein bisschen bewölkt. Ich hätte natürlich gerne strahlend blauen Himmel gezeigt, aber ist uns jetzt gerade mal nicht vergönnt. Ab morgen ist es wieder wolkenlos. Und wir haben hier heute auch passend zu diesem Rundgang ein Package, nämlich, dass wir die Gäste eine Woche auf dem Nil haben, auf einer Nilkreuzfahrt. Und liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf ein absolutes kulturelles Highlight. Weltgeschichte wird Ihnen gezeigt. Wir haben hier eine Woche auf einem tollen Schiff. Sie haben die Möglichkeit für 219 Euro pro Person noch das Ausflugspackage dazu zu buchen. Und die zweite Woche ist dann hier im Moviegate, wo wir mit unserem Rundgang jetzt anfangen. So, und heute ist hier tatsächlich relativ viel los. Sorry, ich wurschtel mich mal durch die ganzen Leute da vorbei und mache schon den ersten Schwenk auf diese wunderschöne Gartenanlage. Das Hotel ist gebaut wie eine U-Form und innerhalb dieses Us befindet sich der Ruhepool
auf den ich jetzt schon mal so ein bisschen aus der Entfernung rüberschwenken kann. Dieser Pool ist auch ein Adults-Only-Pool, das heißt, die Erwachsenen, die mal ihre Ruhe haben wollen am Pool, die haben die Möglichkeit, an diesem Pool zu liegen. Und wir fangen auch schon direkt an mit dem ersten à la carte Restaurant. Ja, kann man schon gar nicht à la carte Restaurant sagen, das ist das Grease. Die Restaurants sind hier alle nach Filmnamen benannt, weil das ist ja das ehemalige Moviegate Hotel. Und deswegen hat hier jedes Restaurant einen Namen entsprechend eines berühmten Filmes. Und wir gehen jetzt in das Grease. Mir persönlich gefällt das am besten, denn es ist so ein bisschen gemacht wie in American Diners. Und das Tolle an diesem Restaurant, liebe Zuschauer, hier ist 24 Stunden geöffnet. Hier bekommen Sie auch, wenn Sie morgens mal länger schlafen möchten, von 10 bis um 12 Uhr, das wird jetzt gerade noch abgeräumt, ein Late Breakfast bis um 12 Uhr. Und ansonsten können Sie sich hier Snacks machen lassen rund um die Uhr. Und es gibt Burger, es gibt Hotdog, es gibt French Fries, es gibt Olivensalat und Orangen- und Mango-Juice und andere Softgetränke. Wie gesagt, rund um die Uhr. Das ist ein tolles Angebot. Gerade die, die abends gerne nochmal eine Kleinigkeit schnabulieren, nachdem sie in der Disco waren oder an der Animation teilgenommen haben und dann nochmal einen kleinen Hunger haben. Und wir gehen weiter durch die Anlage zum Zimmer. Ich muss gestehen, ich freue mich natürlich, Murat, für dich, dass ihr hier ausgebucht seid, was die Mehrblickzimmer angeht. Deswegen können wir jetzt nur ein Zimmer zeigen, was kein Mehrblick hat. Aber es geht ja jetzt in erster Linie mal darum, zu zeigen, wie die Zimmer angeordnet sind und wie die Zimmer aussehen. Die Zimmer mit Mehrblick, die als Upgrade noch in diesem Package heute sind, die sind natürlich nochmal eine Klasse besser, gerade von der Aussicht her, weil Mehrblick ist natürlich schon eine tolle Sache. So, wir gehen rein und klassisch, wie das bei Hotelzimmern ist, geht es rechts ins Bad mit begehbarer Dusche, Kosmetikspiegel da, Seife, Shampoo da, dann geht es weiter in den Schlafraum, Flachbildschirm, klar, das ist ja mittlerweile tatsächlich schon Standard. Dann haben wir hier eine kleine Sitzecke im Zimmer mit drin, die Betten. Liebe Zuschauer, erwarten Sie das bitte nicht bei der Anreise. Das haben die jetzt extra für uns gemacht. Das sieht natürlich sehr schön aus. Aber ich habe von Britt erfahren, das ist eigentlich so die Dekoration, die die Roomboys den Gästen so am ersten, zweiten Tag machen. Ich zeige Ihnen auch noch schnell den Balkon hier. Die Zimmer haben natürlich alle Balkonen, aber hier haben wir eben keinen Mehrblick. Hier schauen wir zum Ruhepool rüber. Und liebe Zuschauer, Sie hätten dann ein Zimmer mit Mehrblick. Und das noch kostenlos im Upgrade drin. Und das Ganze als Kombinationsreise für ab 649 Euro. Das ist natürlich ein absoluter Knaller. Wir haben hier die Minibar. Das ist auch wichtig zu erwähnen. Die Minibar wird mit Wasser gefüllt und das Wasser ist inklusive. Sie haben die Möglichkeit, an der Rezeption, wenn Sie einen Wasserkocher haben möchten, einen Wasserkocher noch aufs Zimmer kommen zu lassen. Die sind nicht standardmäßig auf dem Zimmer, werden aber ohne Aufpreis aufs Zimmer gebracht. Natürlich haben wir hier auch einen Safe, damit Sie Ihre Wertsachen gut einschließen können. Ausreichend Kleiderbügel sind auch im Kleiderschrank, das habe ich schon gecheckt. Und schon geht's weiter, weil wir wollen keine kostbare Zeit verlieren. Da wir nur im Fernsehen 15 Minuten haben und dann im Fernsehen raus sind. Aber wie schon erwähnt, wir senden weiter auf Facebook Live, bis wir die komplette Anlage gezeigt haben. Hier nochmal der Blick auf den Ruhepool, auf den Relaxpool, der direkt hinter dem Hauptgebäude vom Hotel sich befindet. So, wir haben noch circa 4 Minuten. Vielleicht können wir ein bisschen überziehen. Liebe Regie, habt Erbarmen. Wir haben hier eine großzügige Hotelanlage. Und es dauert halt leider einen Moment, bis wir das alles abgelaufen sind. Hier nochmal der Schwenk über den Ruhepool. Und der Ruhepool geht nahtlos über in einen Lazy River mit Strömung, der ganz am Ende, fast vorne am Meer erst endet. Natürlich kann man den auch schwimmen. Wir haben hier insgesamt, Murat, hilf mir, 5 oder 6 Pools? Wir haben 5 Pools. 5 Pools und einer davon ist beheizt im Winter. Ja, und genau. Ein Kinderpool. Und noch zusätzlich ein Kinderpool. Und dieser Lazy River, der endet vorne am karibischen Schiff, am Piratenschiff. Und an dem Schiff befinden sich insgesamt 5 Rutschen. Auf der einen Seite 3, auf der anderen Seite 2. Und ich habe von Britt erfahren, na, manchmal findet man da mehr Erwachsene als die Kinder. Wir haben natürlich auch für die Kinder hier einen Miniclub, da machen wir nachher auch einen kurzen Schwenk drüber.
Wir werden auch noch die Wellnessabteilung zeigen, die anderen à la carte Restaurants. Wir haben hier insgesamt 5 à la carte Restaurants und das Hauptrestaurant. Die à la carte Restaurants dürfen hier ohne Aufpreis genutzt werden. Allerdings bitte einen Tisch reservieren. Britt, macht man das bei dir oder an der Rezeption? Bei mir oder bei meiner Kollegin? Okay, also bei der Guest Relation am Schreibtisch, wo wir am Anfang vorbeigegangen sind, da bitte die Tischreservierung machen für das Italienische, für das Orientalische, für das, was haben wir denn noch? Hilf mir mal. Italienisch, Orientalisch, Fischrestaurant. Fisch, genau. Und 2 internationale. Und 2 internationale Restaurants. Ja, Sie sehen, die Anlage ist wunderschön eingewachsen, wie ein Park. Das ist ja wirklich hier, kann man fast sagen, in allen Hotelanlagen ein absolutes Highlight, wie die Anlagen eingewachsen sind und unglaublich gepflegt sind. Also ein dickes Lob immer wieder an die Gärtner, die das hier tagtäglich in Schuss halten. Wir sind hier am Piratenschiff und sehen auf dieser Seite 2 Rutschen. Auf der Rückseite von dem Schiff sind nochmal 3 Rutschen und wir machen einen ersten Schwenk über das Aladdin-Restaurant. Das ist das orientalische Restaurant, wo Sie à la carte orientalische Speisen genießen können. Wie gesagt, gegen Vorreservierung eines Tisches. So, dann haben wir hier nochmal 3 Rutschen. Da machen wir natürlich auch den Schwenk noch drüber. Und wir sehen jetzt hier das Ende des Lazy Rivers. Geht nahtlos über in einen großen Pool und wir haben hier den Kinderpool mit auch 3 Rutschen und den Kinderclub, wo man die Kinder zur Betreuung abgeben kann. Britt, ab wie viele Jahre können die Kinder in den Kids Club? Ab 4 Jahre. Ohne Eltern. Mhm. Und von wann bis wann sind die Mädels da? 15:30 Also 10.30 Uhr bis um 12 Uhr und von 15.30 Uhr auch nochmal 2 Stunden. Okay, dass die Eltern mal in Ruhe am Ruhepool liegen können oder eben das machen können, was meine Frau und ich gerne machen, nämlich mal in die Wellnessabteilung gehen, so ein schönes türkisches Bad, so ein Hammam genießen, die Haut abrubbeln lassen, fit machen lassen für die Sonne, die uns heute hier leider ein bisschen im Stich lässt. Aber ganz ehrlich, wir haben so viel Sonne, so ein Tag mit Schatten. Tut auch mal gut. Und hier geht auch das Mittagessen am Strand los. 12.30 Uhr ist hier die große Fütterung. Wir haben hier das Fischhaus. Das wird abends umfunktioniert in das à la carte Restaurant. Das heißt James Bond, 007. Richtig? 007. Und da gibt es jetzt mittags gegrillten Fisch, Pommes, Salat, lauter lecker Sachen. Also wer Lust hat, mittags schon ein bisschen Fisch zu essen, der ist hier bestens aufgehoben. Wir sind hier vorne am Strand jetzt. Ich mache mal einen kurzen Schwenk, dass Sie sehen, liebe Zuschauer, wie schnell Sie von hier aus im Strand sind. Wir haben hier vorne relativ flaches Wasser und dann haben wir hier den Jetty im Hintergrund noch, wo Sie direkt ins tiefe Wasser hintergehen können. Da fahren auch die Boote ab für die Tauchschule. Wir gehen hier am Strand ein bisschen weiter und ich höre gerade, die Fernsehzuschauer sind jetzt weg und ich begrüße alle Facebook-Zuschauer und freue mich, dass ich euch noch mitnehmen kann hier bis zum Ende der Hotelführung. Ja, es kostet halt Zeit, 15 Minuten im Fernsehen ist jetzt nicht unbedingt der Renner, um ein ganzes Hotel zu zeigen, aber wir sind schon am Schwitzen und sind noch am Rennen und versuchen das schnellstmöglich hier alles zu zeigen. Auch hier am Strand gibt es so Souvenirläden. Und da wir ja jetzt mit der Facebook-Gemeinde so unter uns sind, könnten wir ja auch mal so Fragen beantworten. Also liebe Zuschauer, wenn ihr Fragen habt bezüglich des Hotels, dann fragt das. Ich habe jetzt Britt dabei und habe den General Manager vom Hotel dabei. Also wenn die zwei die Fragen nicht beantworten können, dann weiß ich es auch nicht mehr. Wir gehen hier am Strand jetzt weg. Hier ist Beachvolleyball. Da vorne ist ein Fußballfeld sogar, sehr großzügig. Vorne ist ein Dr. Fischladen und der Aqua Center. Wenn man also so Bananenbootfahrt machen will oder im Reifen fahren will, sich ziehen lassen will. Ich denke mal, die werden auch Wasserski dann haben.
Das kann man hier über das Aquacenter machen und vom Aquacenter geht es nahtlos weiter zur Tauchschule. Das Hotel hat auch eine Tauchschule und das kann ich nur jedem mal ans Herz legen, wer im Roten Meer noch nie getaucht hat. Schnorcheln ist ja Pflichtprogramm, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Aber wer im Roten Meer noch nicht getaucht hat und da mal Lust zu hat, es ist wirklich großes Kino. Wir haben hier direkt nach dem Auswandern unseren Tauchschein gemacht und das ist immer wieder ein absolutes Highlight für uns, in das Rote Meer abzutauchen. Und hier die Tauchschule, die hat was, das hatten nicht alle Hotels, eigentlich nur sehr wenige Hotels, nämlich Schnuppertauchen in einem eigenen Pool, der 5 Meter tief ist. Also da kann man wirklich mal ausprobieren, wie man mit dem Druckausgleich klarkommt, wie man mit dem Regulator klarkommt, mit dem Atmen unter Wasser. Das ist eine schöne Sache und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen ambitioniert ist, schöne Fische, schöne Korallen zu sehen, türkisfarbenes Meer, da rein abzutauchen. Es ist einfach ein absoluter Knaller. Und wir haben hier auch schon Gäste, die schon da waren. Hier Golden Beach mit rotem Herz. Ah. Mal gucken, ob die Laura auch zuschaut. Die war auch schon hier. Laura ist auch ganz happy gewesen hier. Die hat Hotelurlaub gemacht, obwohl sie eine Eigentumswohnung hier hat. Ach cool. Ja, ja. Also wir haben am Strand auch noch eine Kitesurfstation. Ah, Kiten habe ich vergessen. Ja, genau. Mensch Leute, wir sind ja hier zwischen Hurghada und Elguna, wo das Wasser am Strand relativ flach ist. Das ist natürlich das Eldorado für die Kitesurfer. Und natürlich kann man sich auch hier einen Kite ausleihen. Und ich gehe davon aus, dass man auch einen Kite-Kurs machen kann hier. Ja. Also, perfekt. Also, wer sich hier sportlich betätigen will, der ist mit Schnorcheln, Tauchen, Kiten, Surfen bestens bedient. Und ich lege natürlich auch jedem immer wieder ans Herz, wir haben ja hier unsere große Liebe in Ägypten gefunden mit dem Land und mit den Leuten. Schaut euch das Land an. Schaut euch die Leute an. Geht raus aus dem Hotel. Es gibt zweimal am Tag, hier haben wir nochmal einen Pool und das ist der beheizte Pool, auch in der ruhigeren Region vom Hotel. Also das kann man schon fast sagen, ist auch wie so ein Ruhepool. Aber der ist bis April, glaube ich, beheizt, ne? Ja, bis Ende April. Bis Ende April sogar. Ach, ja. Braucht ihr ja gar nicht, im April ist schon so schön warm hier. Strand haben wir sonst mal noch Horse Riding, also Pferdereiten, Meerreiten? Nein, wir sind nicht in Elguna, das schreibt gerade jemand, aber nicht in Elguna. Nein, wir sind eigentlich mit dem Golden Beach, mit dem Ex-Moviegate, sind wir in der Mitte zwischen Nord-Hurghada und Elguna. Also ich wohne ja hier um die Ecke. Ich bin mit meinem Motorroller hierher gefahren heute für die Live-Schalte. Ich habe 3 Minuten von meiner Wohnung bis hierher und wir wohnen ja auch so genau in der Mitte zwischen Hurghada und Elguna. Und deswegen auch hier wieder mein Appell, habe ich ja eben schon gesagt, rausgehen mal aus dem Hotel, entweder mal nach Elguna fahren, Elguna erkunden, das Venedig Ägyptens, wer es nicht kennt, durchzogen mit wunderschönen Kanälen, wo man mit dem Boot auch eine Rundfahrt machen kann und Elguna auch von der Wasserseite anschauen kann. Also das ist wunderschön. Oder eben nach Hurghada, da ist viel mehr los, da ist, ja, das ist eigentlich so das richtige Ägypten mit dem Bazar und mit dem Souk, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Wir sind hier im italienischen Restaurant, wo man auch Pasta und Pizza essen kann. Das gilt hier auch als à la carte Restaurant für abends. Bitte auch da Tisch reservieren. Das Essen hier ist auch im Ultra All Inclusive enthalten. Lediglich bitte einen Tisch reservieren. Yemin? Yes. So, wir gehen weiter und kommen am Minigolfplatz vorbei. Hier nochmal das Häuschen vom italienischen Restaurant. Finde es ideal mit kleinen Kindern, schreibt die Heike. Heike, das ist wirklich schön für Kinder, weil hier kannst du auch mit den Kids Minigolf spielen. Da spielen gerade mit ihrem Sohn jemand Minigolf. Du hast den Kids Club direkt an dem wirklich schönen Kinderpool mit den 3 Rutschen. Da haben die Kids echt ihren Spaß. Und dann hat man zusätzlich noch die Möglichkeit, 2-mal am Tag die Kinder für 2 Stunden abzugeben, wenn man eben mal zur Massage gehen will. Live in TV. Ach, es ist auch noch Deutsche. Ihr seid jetzt live bei Sonnenklar. Super. Seid ihr happy hier? Ja, wunderbar. Ich wollte jetzt nichts anderes hören. Also, ja. Nochmal Gäste, die happy sind. Der ein oder andere sagt immer, ist so weit raus aus Hurghada. Also ich sage immer, wir wollten ja auch ruhig wohnen. Wenn ich Urlaub mache, möchte ich nicht mitten im Gewühl sein unbedingt. Ich würde das Ruhige hier genießen. Und man hat ja hier die Möglichkeit, 2-mal am Tag zu festen Zeiten mit dem Hotel-Shuttle in die Stadt reinzufahren. Das kostet 3 Euro pro Tour. Die sollte man auf jeden Fall mal investieren. Oder eben ganz unabhängig, dann ist man auch frei von Zeiten. Da stehen immer Taxen vor der Tür, mit dem Taxi nach Hurghada reinfahren. Das kostet wirklich nur schmales Geld hier. Natürlich, wir sind in einem arabischen Land. Bitte handeln. Die setzen immer mal ein bisschen höher an. Was wäre denn realistisch, Britt, wenn man von hier in die Stadt reinfahren will? Realistisch. 80 Pfund?
3-4 Euro auch, 100 Pfund. Also um die 5 Euro kostet ein privates Taxi. Und da ist man eben ganz unabhängig von den Zeiten, steigt ein und fährt los. Dann haben wir hier das Eiscreme-Café. Das ist nachmittags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Ist natürlich im Ultra All inklusiv auch enthalten. Und da gibt es mit Sicherheit leckere Eissorten. Soft Eis. Soft Eis, so eine Maschine? Okay. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber es gibt viele, die mögen das. Ich mag am liebsten selbstgemachtes italienisches Eis. Das ist mein Ding. Aber das Softeis, das macht schon Sinn, gerade im Sommer, wenn es heiß ist. Genau, das ist durchgehend gekühlt, da schmilzt kein Eis weg, da hat man keine Sauerei. Das ist eine saubere Sache. Schmell, wir gehen jetzt hier links weg. Direkt vom Strand aus schwimmen wird nicht gehen, weil wir sind ja hier im Norden von Hurghada. Im Norden in Hurghada, von Hurghada sind an den Hotelstränden direkt das Wasser relativ flach. Heißt, entweder Badeschuhe anziehen und ein Stückchen rauslaufen und dann schwimmen oder eben über den Jetty, über den Steg nach draußen gehen und von da aus ins Tiefe rein. Das haben wir hier in vielen Hotels, dass einfach das Wasser sehr flach vorne ankommt und man eben darüber laufen muss oder eben über den Steg geht. Ich hoffe, das kommt auch rüber hier. Das ist wirklich alles ganz toll angepflanzt. Wir sind jetzt im Winter, das ist jetzt alles noch nicht hochgewachsen, aber alles neu angelegt. Abends wunderschön illuminiert mit diesen Kerzenlampen, das sieht klasse aus. Die haben auch ganze Außenbereich am Eingang neu gemacht. Ich fahre da ja immer dran vorbei, wenn ich nach Elguna fahre und habe gedacht, oh, da hat bestimmt der Besitzer gewechselt. Die haben hier ganz viel neu gemacht vorne im Eingangsbereich, aber ich habe mich belehren lassen, der Besitzer hat nicht gewechselt. Man hat nur den Vertrag mit Moviegate nicht mehr. Deswegen heißt es jetzt nur noch Golden Beach. Und wer sich hier sportlich noch aktiviert betätigen will, der hat hier die Tennisplätze. Es sind insgesamt 3 Tennisplätze, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wir schnaufen hier wie alte Walrösser. Ne? Es ist trotz keiner Sonne warm. Ja, wir haben sehr schwül heute. Die Tennisplätze sind tagsüber, sind die frei? Musst du auch reservieren? Nein, muss man nicht. Du kannst einfach hingehen und Tennis spielen. Ja, nicht eintragen irgendwo in der Liste. Also ihr hört alle zu. Man kann hier einfach auf den Tennisplatz gehen und spielen. Gibt es hier einen Verleih von Tennisschlägern? Ja, gibt es. Wo gibt es die? Die gibt es bei uns oben an der Rezeption. An der Rezeption fragt man nach den Tennisschlägern. Und die gibt es natürlich gegen eine kleine Gebühr. Die sind nicht kostenfrei zu leihen. Also wer keine Tennisschläger dabei hat, der kann die leihen und die Bälle auch, denke ich mal. Ja. Und ich denke mal, abends, wenn du Flutlicht nimmst, dann kostet es. Weil Strom ist hier sehr teuer geworden in Ägypten. Sicher. Das kann ich auch noch drin sein. Was kostet das? Das kostet ja um die 3 Euro. 3 Euro für eine Stunde. Also 3 Euro für die Flutlichtbeleuchtung. Man kann abends nochmal spielen. Also bitte, mach das. Aber ich würde es späten Nachmittag machen, solange noch Tageslicht ist. Dann duschen gehen, dann lecker essen gehen und dann noch einen Cocktail trinken und dann ins Bett fallen. So, hier haben wir den Golds Spa-Bereich. Da gehen wir rein. Die Verbindung hat gehalten. Ich hoffe jetzt auch, dass die Verbindung hält. Wir haben nämlich wirklich einen sehr, sehr schönen, großzügigen Fitnessbereich. Da sind auch welche aktiv. Ich gehe da auch nicht rein, ich zeige da nur kurz mal mit der Kamera rein, weil wir wollen die Privatsphäre von den Leuten wollen wir natürlich schon beachten. So, und wie immer bei den, da steht Mr. Muckimann, da sind die ganzen Gym-Regularien. Und ich zeige jetzt einfach mal so durch die Tür, die Fitnessgeräte sind sehr professionelle Geräte, Cybex-Geräte, es sind 2 Laufbänder da, es sind Fahrräder da. Es sind Hanteln da, es sind Maschinen da. Also für ein Fitnessprogramm im Urlaub ist das auf jeden Fall professionell hier. Und hier haben wir den Beauty-Salon. Wer sich die Haare, Nägel oder so machen lassen möchte, der geht hier rein. Hier machen die wahrscheinlich auch diese Haarflechte rein für die Mädels. Die sind da immer ganz scharf drauf, sich die Haare flechten zu lassen. Und hier ist die Rezeptionstheke, wo die Gäste empfangen werden. Und ich mache jetzt mal 2 Inside-Schwenks. Und zwar einmal im türkischen Bad. Da ist auch ein Dampfbad dabei und ach, ich liebe es. Ich liebe türkisch Hammam. Am besten so eine Kleopatra-Massage machen, wo die ganze Haut abgerubbelt wird, dann dieses mit Schaum eingeschäumt wird. Wunderbar. Vorher im Dampfbad aufheizen und dann am besten noch rüber in den Behandlungsraum, wo es die Massagen gibt. Also wir buchen, wenn wir rausgehen zum Wellness, immer so eine Kleopatra-Behandlung. Das sind 2 Stunden.
Das ist mit Dampfbad und Sauna und Hammam und danach noch eine Stunde Wellnessmassage und wir genießen das ohne Ende. Wir haben hier auch einen Whirlpool, in dem man es genießen kann. Und vom Whirlpool aus geht es weiter. Haben wir hier die finnische Sauna, die Holzsauna und haben am Ende des Ganges nochmal einen schönen Behandlungsraum. Ist da jemand drin? Ah, okay. Nicht, dass wir da jetzt reingehen und da ist schon jemand drin. Das wäre jetzt auch nochmal ein Massageraum, wo man die Partnermassage genießen kann. Ja, und der Rest sind alles nochmal Behandlungsräume. It's okay. I showed one of them, it's okay. Thank you. Die sind ja dann alle gleich. Jetzt haben wir schön den Dreck reingebracht, weil hier nass war. Toll. Ah, oh, die wünschen uns jetzt alles Schlechte. Der ganze Boden ist jetzt versaut. Peinlich. So, wir sind dann hier im Wellnessbereich durch. Und ich glaube, wir gehen jetzt wieder Richtung Lobby. Okay. Weil es fehlt uns noch ein à la carte Restaurant. Und es fehlt uns noch das 3D-Kino. Und das Sprit, was haben wir noch nicht gesehen, Murat? Zwei von unseren Bars noch. Ah, die Bars noch, ja, genau. Hier gibt es auch eine Adults-Only-Bar. Sieht aus wie so ein englischer Club. Gibt es auch Cocktails? Natürlich. Ja. Und da drin darf geraucht werden, glaube ich, ne? Das ist leider nicht. Nein, aber es riecht nach Rauch. Aber das ist von der Celebrity. Das hast du jetzt nicht gesagt. Das habe ich gesagt. Nee. Doch. Das habe ich gesagt. Das hören ja nur die Facebook-Zuschauer. Dann geht's ja noch. Nein, also ich habe empfunden, dass es da nach Rauch gerochen hat. Ja. Das war schon mal Rauch. Ja, ja. Das kriegst du doch nie mehr raus. Wenn einmal eine Bar, Raucherbar war, kriegst du nie mehr raus. Ich rieche auch sofort, weil ich bin ehemaliger Raucher. Ja, ich bin da ganz empfindlich mit meiner Nase. Ich rieche sofort, wenn irgendwo geraucht wird. Wie lange ist es jetzt nicht sauber? 3 Monate? Ja, wichtig ist, dass jetzt nicht mehr drin geraucht wird, weil das ist ja das Unangenehme. Nach Bars. Weil das war immer nur die Rixbar, die hat aber keinen Alkohol. Okay. Die Gäste sagten immer, sie möchten auch eine Bar mit Alkohol, wo nicht geraucht werden kann. Deswegen haben wir es nicht funktioniert. Absolut klasse. Du riechst halt den kalten Rauch noch von früher. Aber wichtig ist, dass du nicht im Dunst sitzt und die Leute dich da voll qualmen. Das finde ich auch super unangenehm, weil seit ich aufgehört habe zu rauchen, kann ich es tatsächlich nicht mehr ertragen. Als ich noch geraucht habe, hat mir das gar nichts ausgemacht. Frisch nicht, aber sind die Dunst. Oh. Wo ist die Sonne? Ja, lieber Willi. Heute lässt uns die Sonne tatsächlich im Stich. Wir haben gestern strahlend blauen Himmel gehabt. Ich habe auf meiner Dachterrasse gesessen und habe es genossen. Und heute, wo wir live sind und schönes Wetter zeigen wollen, haben wir bewölkt. Aber es ist tatsächlich auch, ich habe schon im Wetterbericht und im Windfinder geschaut, es ist nur heute, weil es relativ windstill ist. Und das bisschen Wind, was kommt, kommt vom Landesinneren. Und dann haben wir natürlich ganz schnell die Wolken hier. Und dann ist es auch schwül. Wir ölen hier ohne Ende. Und ab morgen kommt der Wind wieder von der Meerseite aus dem Norden. Der bläst die Wolken weg. Ab morgen ist wieder blauer Himmel gemeldet. Und dann können die Gäste genießen. Aber so einen bewölkten Tag kann man nämlich super gut ausnutzen, endlich mal Wellness zu machen oder mal in die Stadt reinzufahren. Da ist es auch nicht so warm. Mal über den Zug gehen, die neue Marina anschauen, mal über die Sheraton Road, über die Mannschaft flanieren, ein bisschen shoppen gehen. Also man hat hier unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe ja schon erwähnt, man kann ja auch mal nach Elguna fahren von hier. Man ist ja hier genau in der Mitte zwischen Elguna und Hurghada und schaut sich einfach mal die Lagunenstadt an. Also egal, wo man hier geht durchs Hotel, überall hängen Filmposter. Also dieses Movie-Gate zieht sich noch durchs ganze Haus, das merkt man. Ich würde es auch nicht wegmachen, weil es ist schön. Celebrity Spa, ab 17 Uhr geöffnet, ja, aber ohne Alkohol. Mit Alkohol. Das ist mit Alkohol? Ja, ja. Ah, okay, ich dachte die... Und das ist auch Raucher? Ja. Okay, und von da aus geht's in die Adults Only Bar, von der wir eben gesprochen haben, die so ein bisschen aussieht wie so ein englischer Club. Auch ab 17 Uhr geöffnet? Ab 17 Uhr, ja. Okay, Open End?
Ja, ich glaube, das All-Inclusive endet ja um 0 Uhr, ne? Um 0 Uhr. Wenn jetzt ein Gast nach 0 Uhr noch was trinken will und ist bereit, das zu bezahlen, wo kriegt er denn dann noch was? In Greece? Okay. Wobei im Greece sind die Getränke auch inklusive bis auf alkoholische Getränke rund um die Uhr. Also die Softgetränke sind sogar rund um die Uhr. Und wenn jetzt da nachts um 2 noch einer ein Bier trinken will, dann muss es eben bezahlen. Entweder in der Disco oder im Greece, ja. Okay. Also ihr habt das alles mitgehört, ich muss das nicht wiederholen. Dann gehen wir hier noch rechts durch die Celebrity Bar in das Ocean's 11. Natürlich auch nach dem Film benannt, ist ja klar, wie könnte es anders sein. Das ist auch eins der internationalen Restaurants mit meinen Lieblingsfarben Blau, Türkis. Das finde ich bei Restaurants oder bei Locations am Meer immer recht schön. Sag mal Leute, habt ihr denn gar keine Fragen hier zu dem Hotel? Habe ich denn hier lauter Wiederholungstäter, die zuschauen, keine neuen interessierten Gäste, die was über das Moviegate wissen wollen oder das ehemalige, jetzt nur noch Golden Beach? Es hat sich von den Operations hier im Hotel gar nichts geändert. Es ist einfach nur der Zusatz Moviegate weggenommen worden, weil man den Vertrag nicht verlängert hat. Und qualitativ oder vom Outlet her hat sich hier gar nichts geändert. Ja, doch, Rollator. Gibt es hier Rollator? Nein, Rollator gibt es hier nicht. Habt ihr Rollstühle hier? Ja. Also Rollstühle werden verliehen, ja, für die Hausgäste. Also ja, wenn jemand hier einen Rollstuhl braucht, ein bisschen gehbehindert ist. Es sind auch überall Rampen. Es ist also wirklich, es ist nicht behindertengerecht. Es ist barrierefrei. Weil behindertengerecht, da muss ja auch bei der Toilette und solche Sachen da besondere Kriterien. Eine behindertengerechte Toilette? Eine behindertengerechte Toilette. Und aber im Zimmer nicht, ne? Wir haben auch behindertengerechte Zimmer. Komplett behindertengerechte Zimmer. Leute, habt ihr gehört, dieses Hotel hat komplett behindertengerechte Zimmer. Hat auch nicht jedes Hotel hier in Hurghada. Die meisten sind barrierefrei. Spätestens beim Bad fangen dann die Probleme an. Also dieses Hotel hat behindertengerechte Zimmer. Finde ich richtig klasse. Hier ist so eine kleine Shoppingmeile. Wer keine Lust hat, in die Stadt zu fahren, der kann sich hier, wenn er will, komplett neu einkleiden. Mit T-Shirts, mit Turnschuhen, mit... ja, ich sage immer Nippeskram dazu, schöne Deko-Sachen, die man aus Ägypten mitbringen kann nach Hause. Hier gerade so diese Intarsien-Geschichten, diese Tablets, Backgammon-Spiele aus diesem Intarsienholz. Sieht immer klasse aus. Was darf in Ägypten nicht fehlen? Der Parfüm- und Öle-Laden. Hier kriegen Sie Parfüm nach Ihrem Wunsch gemischt. Die Parfüm und die Öle sind hier im Regal bereitgestellt und der Parfümeur mischt das dann entsprechend dem Hauttyp zurecht. Dann haben wir hier nochmal einen Kleiderladen, wer sich T-Shirts kaufen will, Kappen kaufen will, irgendwas zu Hause vergessen hat. Hochwertige Camp David Hemden gibt es hier auch. Natürlich ist Calvin Klein und all die anderen auch vertreten. Also nochmal, wer sich hier im Hotel einkleiden will, ein paar Souvenirs kaufen will, der ist hier gut aufgehoben. Ich gehe jetzt gerade nochmal einen Schritt zurück, weil ich sehe, dass dieser Market auch Schnorchel-Equipment hat. Also wer Lust hat und hier Blut geleckt hat, der hat die Möglichkeit, sich hier auch sein eigenes Schnorchel-Equipment schon zu kaufen. Da gibt es auch diese Easy Breath-Marken, diese Masken, wo man ganz Gesicht reinmacht und kann auch durch Nase und Mund beim Schnorcheln atmen. Das gibt es hier auch. Und jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben hier auch, genau, der Murat hat recht, falls es einem nicht so gut geht. Wie ist die Klinik denn geöffnet, Murat? Das ist ab 14 Uhr. Ab 14 Uhr oder im Notfall kommt auch jemand? Ja. 24 Stunden auf Abruf, ja. Kommt hier auch ein Arzt ins Haus. Also da kommt gleich mein nächster Appell, ihr Lieben. Macht eine Auslandskrankenversicherung. Schließt bitte eine Auslandskrankenversicherung ab. Es wird irrsinnig teuer, wenn man hier im Krankenhaus eine Behandlung braucht. Da wird wirklich, also da muss ich sagen, da wird hingelangt hier. Das ist richtig teuer. Und dann ist man unglaublich dankbar für eine Auslandskrankenversicherung, die, ich glaube, für ein Jahr 10 oder 20 Euro kostet. Also ich habe selber hier einen Unfall gehabt und war eine Woche im Krankenhaus, bin am Kopf genäht worden. Wenn ich da meine Auslandskrankenversicherung nicht gehabt hätte, da hätte ich ganz schön bezahlt. Hier nochmal einen kurzen Schwenk aus diesem Fenster raus. Wir sind hier gerade im Billardzimmer. Er hat aber eine schöne Sicht raus auf den Eingangsbereich vom Hotel. Da ist die Anfahrtsrampe. Und da sieht man auch diesen neu gestalteten Platz, den ich erwähnt habe. Da haben sie jetzt relativ lange dran gearbeitet. Und das sieht abends, ist das Haus hier so lilafarben, also so pinkfarben angeleuchtet. Also es ist wirklich ein Eyecatcher, muss ich euch sagen. Das ist gut geworden.
Das Klasse, es fällt wirklich auf, wenn man hier vorbeifährt und denkt, man hat oh, jetzt ein neues Hotel eröffnet, weil die Farbe sich da abends auch dadurch ändert. Ich kenne das Haus ja vom Vorbeifahren. Hier ist auch gefragt worden, weiß das jemand von euch, wie alt das Hotel ist? Wann ist das gebaut worden? 1999 war die Eröffnung. Wie viel Grad haben wir aktuell? Aktuell haben wir um die 20 Grad, glaube ich. Gefühlte 35 bis 40, weil heute ist es schwül und wenig Wind. Also wir haben auf jeden Fall warm. Hier, ja, ich kann mal reingehen, aber ihr werdet nichts sehen, weil hier ist das 3D-Kino. So, ich bin jetzt im Dunkeln und falle 3D über die Stühle. Also hier sieht man die Kinostühle. Hier ist die... Ist das täglich? Ja. Hier ist täglich auf der Leinwand 3D-Feeling. 17.30 Uhr für Kinder, 20 Uhr für Erwachsene. 16 Uhr für Kinder, 17.30 Uhr für Kinder, 20 Uhr für Erwachsene. So, habt ihr die Info jetzt auch noch. Hier stehen die Kös für die Billardtische. Und ich glaube, wir sind durch. Alhamdulillah. Har in der Harda. Heute ist es heiß. Wir gehen wieder Richtung Lobby. Ja, ihr habt nicht gerade viele Fragen gehabt. Das heißt, Info war genug, Input habt ihr genug. Hat noch jemand Fragen, weil wir kommen gleich zum Ende. Ich schaue natürlich, das Ganze wird ja jetzt bei der Sonnenklar-TV-Seite in Facebook fest gepostet. Ihr habt natürlich auch im Nachhinein noch Zeit, Fragen zu stellen. Ich schaue dann regelmäßig nochmal rein, um die zu beantworten. Der Sascha, mich würde das Restaurant interessieren. Lieber Sascha, da sind wir jetzt schon durch. Das war um 12.30 Uhr, als wir angefangen haben, sind wir direkt von der Lobby ins Restaurant reingelaufen. Also gedulde dich jetzt noch einen kleinen Moment. Wenn ich dieses Video beende, dann poste ich das auf der Facebook-Seite von Sonnenklar TV und dann schaut euch das in Ruhe nochmal von Anfang an für die, die sich später eingeschalten haben, weil wir haben mit dem Main Restaurant, also mit dem Hauptrestaurant angefangen, weil pünktlich um 12.30 Uhr ging das Mittagessen los und das Buffet war noch so schön jungfräulich. Deswegen sind wir direkt am Anfang schon durch das Restaurant gelaufen. Will ich jetzt nicht reingehen, weil... Ah, da ist ein Rollator. Der ist aber mitgebracht worden. Nicht, dass jetzt nochmal eine Frage kommt. Hier ist auch die behindertengerechte Toilette. Und am Strand gibt es auch eine behindertengerechte Toilette. Also hier kommen auch die Rollifahrer auf ihre Kosten. Und die Ägypter sind sowieso bekannt als sehr, sehr hilfsbereit. Gerade wenn man hier ein Handicap hat, dann ist man hier wirklich gut aufgehoben. Hier nochmal die Mitarbeiter von der Rezeption, die euch einchecken, wo ihr eure Schlüssel bekommt. Ja, ihr Lieben, das war's. Lasst mich mal in die Mitte, ich schalte nochmal um, damit die Zuschauer auch die Gesichter sehen. Das war das Movie Gate, ehemalig jetzt Golden Beach Hotel in Hurghada. Britt als Guest Relation, Murat als General Manager freut sich auf euch. Und ihr seht, wie geschwitzt wir sind. Uns läuft die Brühe. Es war warm. Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt seht ihr, ich habe nicht gelogen. Er spricht gut Deutsch und sie ist Deutsch. Ich bin Deutsch. Also ihr Lieben, macht's gut und viele Grüße aus dem Golden Beach und bis zum nächsten Mal. Ciao.